Hallo ihr Lieben, ich bin die Kim und heute gibt es von mir meine Leseliste für den Monat März. Die letzten 2 Monate habe ich auch eine Leseliste gemacht und mich quasi gar nicht dran gehalten. Ich hoffe, es wird diesen Monat besser, aber selbst wenn nicht, mache ich dieses Video einfach trotzdem immer gern. Ich weiß, viele sagen so, das Leselistenvideo bringt irgendwie gar nichts, weil man liest ja dann doch was anderes oder selbst wenn man dasselbe liest, redet man später nochmal drüber. Aber ich gucke diese Videos einfach gerne an und deswegen mache ich halt jetzt wieder eins. Und die ersten 2 Bücher, über die ich sprechen möchte, die gibt es leider nicht auf Deutsch. Aber dafür habe ich nachher noch 2 Bücher, die es nicht auf Englisch gibt. Also gleicht sich das so wieder aus. Und zwar ist das erste Buch A Court of Mist and Fury von Sarah J. Maas. Das ist das zweite Buch in der A Court of Thorns and Roses Serie. Und das erste Buch A Court of Thorns and Roses gibt es auf Deutsch seit diesem Jahr. Und zwar heißt das Das Reich der 7 Höfe, Dornen und Rosen. Und das werde ich auf E-Book hören, auf Audiobook hören. Als Hörbuch hören werde ich es. Und zwar höre ich das erste jetzt gerade schon als Hörbuch und jetzt heute ist der 25. März. Ich habe es gestern, der 25. Februar. Ich habe es gestern angefangen am 24. Februar und ich werde das auf jeden Fall noch ein gutes Stück in den März mit reinhören und dann eben mit dem zweiten Buch anfangen. Das Buch ist ein Fantasy-Buch, eine Fantasy-Serie, eine Trilogie soll es werden. Und das dritte Buch kommt jetzt auch im März. April, Mai, irgendwann so kommt das raus und ich möchte halt jetzt die anderen beiden schnell durchhören, damit ich halt gewappnet bin, wenn das nächste Buch kommt. Und wie gesagt, es ist Fantasy und es ist wohl nicht ein Jugendroman, sondern New Adult. Das wusste ich jetzt auch nicht. Ich dachte irgendwie New Adult wäre nur so Contemporary und gerade vor allem so Liebesgeschichten und es geht ums Erwachsenwerden und was weiß ich was. Scheinbar ist es auf jeden Fall auch New Adult, weil die Protagonistin 19 und dann im zweiten Teil 20 Jahre alt ist. Wahrscheinlich ist sie dann im dritten Teil 21 Jahre, keine Ahnung. Ja, aber auf jeden Fall Fantasy und New Adult. Und es geht um ein Mädchen, Feyre, die in die Feenwelt verschleppt wird sozusagen. Also die Feenwelt ist nicht eine andere Welt, sondern es ist auch auf der Erde. Ich weiß nicht, ob das auch Erde heißt bei denen, aber auf jeden Fall ist die Welt, in der sie leben, zweigeteilt. So, da ist irgendwie eine unsichtbare Mauer und hier im Süden leben die Menschen und im Norden leben die Feen, Fairies, wie auch immer. Und dort wird sie halt hin verschleppt. Ja, und dann, was weiter passiert, kann ich euch noch nicht sagen, weil arg viel weiter bin ich selber noch nicht. Und natürlich möchte ich euch auch nicht spoilern. Das zweite Buch habe ich von der Autorin selber bekommen. Sie hat mich über Instagram angeschrieben und gefragt, ob ich Interesse daran hätte, ihr Buch zu lesen und zu reviewen. Und dass sich die Beschreibung ganz interessant angehört hat, habe ich gesagt, klar, warum nicht? Und deswegen steht dieses Buch im März auch auf Nummer 1 eigentlich von meiner Liste von Büchern, die ich lesen möchte. Und zwar ist es Of Kith and Kin von Sophie Bounce und das gibt es eben auch nicht auf Deutsch. Sie hat es nämlich auch selber rausgebracht, also es gibt auch keinen Verlag, in dem das zu finden ist oder so bis jetzt. Und dabei handelt es sich um einen historischen Roman, das so in der Zeit der Industrialisierung in England spielt. Und es geht um einen jungen Mann, der eben als Fabrikarbeiter in so einer Fabrik arbeitet. Mir fällt das Wort nicht ein, ist auch egal. Das Wichtigste wisst ihr ja jetzt mit dem, was ich euch gerade gesagt habe. Wie auch immer. Okay, die 2 Bücher, die es nur auf Deutsch gibt, die habe ich beide von NetGalley und ich weiß nicht, warum ich heute so viel rummache. Egal, 2 Bücher, beide von NetGalley. Vielen Dank NetGalley und Verlage und Autoren und wie auch immer, alle, die mir diese Bücher zur Verfügung gestellt haben. Und das erste Buch wollte ich eigentlich schon im Februar lesen, habe es aber nicht geschafft und lese es dann jetzt, hoffentlich im Februar. Das ist Nummer 2 auf meiner Prioritätenliste, nach Of Kith and Kin. Und das ist Demon Hearts und Angel Wings bei Jana Goldbach. Und zwar handelt es sich hier auch um einen Jugendroman, auch um Fantasy, aber um Fantasy, die auch in der realen Welt spielt. Und es geht um ein Mädchen, das irgendwie einen Typen kennenlernt und ich glaube, sie gibt ihm direkt eine Ohrfeige oder irgendwie so und es stellt sich dann halt raus, dass dieser Typ nicht einfach nur irgendein Idiot ist, sondern ein Dämon, glaube ich, und der möchte sie opfern oder so. Ich habe es, glaube ich, in meinem letzten Leselisten-Video noch mal ein bisschen besser erklärt, aber ja, darum geht es eben in diesem Buch und das ist vom Impress Verlag und ich werde es natürlich auch auf E-Book lesen, genauso wie auf Kith and Kin. Und A Court of Mist and Fury war Audiobook. Ich hoffe, das habe ich gesagt. Das nächste Buch, das ich lesen möchte, ist Chosen, die Bestimmte von Rena Fischer. Auch ein relativ neuer deutscher Roman aus dem Planet Verlag. Und da geht es um ein Mädchen, also es ist auch Fantasy, ein Jugendroman-Fantasy, das aber auch in der normalen, realen Welt noch irgendwie spielt. Und zwar geht es um ein junges Mädchen, das irgendwie auf ein Internat für Hochbegabte bekommt oder so
so für die Elite irgendwie. Und da stellt sich dann halt nach kurzer Zeit heraus, dass da noch irgendwie viel mehr dafür steht als ein Internat für eben gut betuchte, hochbegabte Kinder, Teenies, wie auch immer, sondern dass da noch irgendwas weiteres dahinter steckt. Und ja, da freue ich mich auch drauf, das zu lesen. Im Gegensatz zu den anderen Büchern, die ich lesen möchte, also abgesehen von A Court of Mist and Fury, das ist ewig lang, ist es auch ziemlich lang. Es hat nämlich über 400 Seiten, 464 Seiten hat es auf Kindle-Version. Und ja, das ist schon ein ganz schöner Brocken, aber die anderen haben dafür nicht so viele Seiten, deswegen denke ich, wird sich das ausgleichen. Dann habe ich gelogen, es gibt noch ein drittes Buch, das nur auf Englisch ist und das habe ich komplett vergessen, weil ich meine Leseliste eigentlich schon vor einer Weile fertiggestellt habe. Das Buch kam aber jetzt erst noch dazu, weil das wird ein Buddy-Read. Das werde ich mit einer anderen YouTuberin zusammen lesen. Und zwar ist es The Winner's Curse, also das erste Buch von der The Winner's Trilogy. Von der The Winner's Trilogy und es ist von Marie Rutkowski und es gibt es leider auch nicht auf Deutsch. Ja, und es ist auch der erste Teil einer Fantasy-Trilogie, auch von Jugendroman und es spielt halt auch in einer High-Fantasy-World, also hat nichts mehr mit der realen Welt zu tun. Und worum es da geht, weiß ich selber nicht genau, aber es geht wohl auch um ein junges Mädel, das irgendwie kämpfen muss oder so. Wie auch immer, ich habe keine Ahnung. Dann das letzte Buch, das ich lesen möchte, ist Rebel of the Sands von Alvin Hamilton. Das ist das erste Buch in der gleichnamigen Reihe und auf Deutsch heißt das Rebellen des Sandes und die Reihe heißt Armani. Ja, und ich freue mich darauf, das zu lesen. Auf Deutsch ist das Buch aus dem CBT Verlag, das jetzt natürlich nicht, weil das ist die englische Version und ich werde es eben so lesen, also als Paperback und da hat es gut, wie viele Seiten hier stehen? 358 Seiten hat es. Also auch ein relativ dünnes Buch, auch mit relativ großer Schrift, würde ich sagen. Also kommt man da relativ schnell durch. Ja, und das sind alle meine Bücher für den Monat März. Im Februar habe ich einige Bücher mehr gelesen, glaube ich. Aber im Februar habe ich auch nicht so viel gearbeitet und bin mehr zum Lesen gekommen. Deswegen, ja, ich hoffe aber, dass ich im Februar auch noch einige Bücher mehr lesen werde als die, die ich jetzt aufgezählt habe und vor allem, dass ich alle lesen werde, die ich aufgezählt habe. Aber ja, lieber nehme ich mir weniger vor als mehr und nachher schaffe ich es nicht. Weil mehr lesen ist immer gut als weniger lesen, zumindest meiner Meinung nach. Ja, und das war's auch schon mit dem Video. Wenn ihr irgendwelche von den Büchern auch schon gelesen habt oder gerne lesen möchtet oder irgendwas zu den Büchern sagen wollt, dann lasst mich es doch wissen in den Kommentaren oder auch wenn ihr irgendwie eine Meinung zu diesem Videoformat habt oder so, lasst mir einfach einen Kommentar da. Ich freue mich auf jeden Fall über jedes Kommentar und ja, ich würde mich natürlich auch super freuen, wenn ihr mir einen Daumen hoch gebt oder mich abonniert. Tschüss!